Liebe Kollegen, jetzt nehmen wir die Draco GXFF in Betrieb. Dazu füllen wir das Airovana Viscon in den Trichter. So viel reicht immer. Und verbinden die Maschine furchtlos mit dem Strom. Wir öffnen den kleinen Maschinenkreislauf, um die Maschine zu entlüften und stellen sicher, dass wir durch Erhöhung des Druckes das Material vorfüllen. Wenn keine Blasen mehr kommen, in den kleinen Kreislauf gefüllt und jetzt schalten wir das Ventil auf den großen Kreislauf, das heißt auf den Schlauchkreislauf um, damit jetzt keine Fremdstoffe reinfliegen, Deckel auf die Maschine. Jetzt sieht man hier auch schon den Druck, da kann man also wirklich davon ausgehen bei der kleinen Maschine, dass wir hier in Richtung Vollgas drehen können. Warum das wichtig ist, zeige ich dann auch gerne im nächsten Video. Jetzt füllen wir erstmal die Maschine mit einem niederen Druck vor. Dazu habe ich noch keine Düse drin, die setze ich noch ein. Und fülle das Wasser, was noch im Schlauch ist, jetzt in meinen Abwasserbehälter. Man erkennt durch so einen transluzenten Behälter ein bisschen mehr Druck. Ja, sofort, wenn das Wasser aus dem Schlauch raus ist, weil wenn das Viscon kommt, wird es blau. Der Schlauch ist gefüllt. Die Düse wird jetzt in Betriebstellung gedreht und die letztendliche Einstellung kommt im nächsten Video.